Hallo und herzlich willkommen. Guten Morgen zur Morning Show mit Barbara Lamptil und Regina Westenthaler von Empathic Business bei Barbara Lamptil, Westenthaler Media, und gemeinsam sind wir Feminist Economy. Heute gibt es einen kleinen Ausblick und einen kleinen Einblick in unsere gerade laufende Real Business Magic Challenge. Ihr seid vielleicht dabei, vielleicht seid ihr dieses Mal nicht dabei, vielleicht müsst ihr noch aufs nächste Mal warten. Wer weiß das schon, wenn ihr dabei seid, ist es vielleicht interessant. Wenn ihr nicht dabei seid, ist es interessant. Auf jeden Fall lassen wir euch so ein bisschen teilhaben dran, was uns gerade widerfährt. Ja, übrigens, das internationale Team nennt die Challenge RBMC Challenge. RBMC. How's it going with your RBMC? Very nice. Thank you, international team. Yes. Ja, Genau, momentan, diese Challenge läuft ausschließlich auf Deutsch, kann sich aber noch irgendwann ändern, aber zunächst läuft sie ausschließlich auf Deutsch. Wir haben um die 100 Teilnehmerinnen in unserer Challenge, was uns natürlich riesig freut. Es ist unsere allererste Challenge und ich glaube, weder du noch ich hatten irgendwann den Gedanken, mal eine Challenge zu veranstalten. Jetzt ist es doch soweit. 2020 ist das Jahr, an dem außergewöhnliche Dinge passieren. Feminist Economy macht eine Challenge. ein Real Business Magic Challenge. Ja, also ich glaube, bei den Dingen, ich habe es ja irgendwie immer Anfang 2020, ich glaube, ich muss mal eine Challenge, wir müssen mal eine Challenge machen. Aber es war doch irgendwie mit sehr viel Sarkasmus und Ironie verbunden. Hier sind wir also nun, der September 2020 hat es gezeigt, wir machen eine Challenge. Und sie ist gut angelaufen, sie ist definitiv gut angelaufen. Nicht nur in die runden 100 Unternehmerinnen, Unternehmer und Zukünftige, die sich in unsere Hände bewegt haben, die wir über die nächsten paar Tage begleiten dürfen, sondern auch definitiv der Support-Gruppe. Die ganze Challenge hat sozusagen einen, nennen wir Supportive-Teil, einen internen weiterführenden Teil in den Einhörnern. Auch da definitiv Interaktion und so wie wir das von unseren Einhörnern auch kennen, supportive und eben auch wirklich kommt gut an. Yes, auf jeden Fall. Also, das ist schon so, wie es gedacht ist. Genau dieses Wiederbeleben vom eigenen Business, auch von der eigenen Idee vom Business. Und das Coole ist, dass die Leute wirklich ihre Inspired Action zeigen, dass sie sich in der Gruppe zeigen, dass sie es mit den Leuten teilen, dass viel darüber gesprochen wird, was denn eigentlich so bei den einen oder bei den anderen gerade los ist. So viel können wir nicht verraten. Sorry, das sind alles geheime Inhalte. Es ist immerhin eine magische Challenge. Aber es ist ziemlich geil zu sehen in den Einhörnern, was da einfach los ist und wie sich die Leute bewegen. Natürlich gibt es Leute, wir haben es auch freigestellt am Anfang der Challenge. Es gibt Leute, die einfach für sich selbst das machen, die persönlich interagieren, wie auch immer. Aber natürlich ist es immer so, wenn du in der Gruppe bist, wenn du es mit anderen teilst, ihr wisst es alle, dann passiert was, weil dann bewegt sich nochmal was ganz, was anderes. Es ist so, eine Community, eine Gruppe hat einfach eine bestimmte Machtkomponente, das bewegt sich nochmal anders, das wird nochmal anders gesehen. Und immer, wenn von außen der Blick zu dir geht und irgendjemand anders sagt, ey, das ist geil, was du machst, dann guckst du selber auch nochmal anders drauf. Ja, und insbesondere auch, wir haben uns ja dafür entschieden, dass wir auch das, wir hatten es ja schon im Spoiler-Alert, in diversen Insta-Stories und Anmeldungsposts hochgehalten, dass das hier ein essentieller Bestandteil der guten Challenge ist. Das heißt, wir haben uns für ein bisschen was anderes auch bei der Interaktion entschieden, nämlich, dass unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen Fotos posten von ihren Notizbuchseiten. Und nicht eben der klassische, wir schreiben jetzt einen Post und dann schreibt ihr alle mal unten drunter, sondern auch das einfach nochmal so ein bisschen so. Ich finde es auch total schön, die unterschiedlichen Handschriften zu sehen und dann eben auch so dieses Inspirieren. Also wir haben ja so, wir hatten ja eine Pre-Challenge, kommen wir ja gleich nochmal kurz dazu, vielleicht auch, warum wir die gemacht haben. Und da auch nochmal zu sehen, ah, ich habe nochmal eine Ergänzung und wie man dann so ein bisschen auch sieht, so, ah, coole Handschrift und hey, das ist ein verdammt guter Grund. Wir sind nämlich eingestiegen, ein bisschen Spoiler-Alert, falls ihr wirklich nicht angemeldet seid, dann teilen wir zumindest die erste Frage mit nur euch, und das ist die Frage, warum wollt ihr die Challenge überhaupt durchziehen? Es war uns ganz wichtig, das am Anfang zu stellen, um eben für diese 7+1 Tage zu sagen, okay, ich committe mich jetzt dazu und suche mir wirklich Gründe, warum ich das jetzt für diesen begrenzten Zeitraum einfach mal durchziehe und nicht mittendrin das Leben passieren lasse und abbreche. Und dann einfach zu sehen, ach, das ist der Grund, ja, den Grund habe ich auch und das wäre vielleicht noch ein guter Grund, den zu ergänzen. Das sind einfach sehr schöne Kleinigkeiten, wo man das einfach schon gut sieht. Und wie gesagt, ich finde es auch immer wieder spannend, so die Handschriften und die teilweise auch,
die künstlerisch, also unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen, so denkst so, okay, gut, ich mache jetzt kein Foto von meinen Sachen. Kann wahrscheinlich eh keiner lesen. Ja, aber es ist die falsche Schlussfolgerung, weil alle anderen Dinge sind eben die coolen Dinge. Wenn du das siehst von den anderen, dann ist das immer wieder cool. Warum haben wir das eigentlich begonnen mit dieser Challenge? Wir haben uns ja Ende August zusammengesetzt im Headquarter in Köln und haben uns überlegt, okay, was machen wir dieses Jahr? Wir sehen das irgendwie überall, hat es einfach dicke in den Knochen. Für ganz viele Leute ist es ein ziemlicher Struggle, durch das Jahr zu kommen, das Jahr zu überstehen. Und es ist gewiss nicht einfach, Unternehmer oder Unternehmerin in 2020 zu sein. Gilt für bestimmte Branchen nicht so sehr, für andere Branchen aber dann doch wieder sehr. Und wir haben uns gedacht, okay, irgendwie müssen wir diese Welle back on track, good mood und wieder etwas Schwung in das Geschäft zurückbringen, müssen wir irgendwie starten. Wir gehen ja immer mit so einem gewissen Verantwortungsgefühl auch immer wieder an unsere Sachen dran und sagen, ey, wir haben keinen Bock, dass die Leute wegbrechen. Wir wissen, das sind geile Unternehmen dahinter, das sind geile Ideen dahinter. Das ist jetzt gerade eine Durststrecke. Irgendwie müssen wir schauen, dass wir den Zauber veranstalten, dass eben genau in dieser Durststrecke irgendwas da ist, wo du wirklich wieder eine andere Perspektive bekommst, wo du noch mal anders drauf gucken kannst, wo du noch mal anders denken kannst, wo natürlich dir auch neue Möglichkeiten begegnen wieder und du neue Handlungen etablieren kannst, die dann natürlich dein Business wieder so ein Stück nach vorne bringen, die dir auch helfen, die Zeit einfach dir zunutze zu machen und nicht nur zu überstehen, ja, dass du wieder einfach so einen Schub bekommst, nach vorne zu gehen. Und genau das war unsere Antwort auf die Frage, wie machen wir das denn jetzt? Und der erste Schwung, ich meine, wir haben wirklich nicht viel Zeit dazwischen, bis wir gestartet haben. Da gleich mal mit 100 Leuten zu starten, ist eh eine geile Kiste. Unter 4 Wochen. Wir machen das und starten die Challenge in unter 4 Wochen. Fand ich jetzt 100 Leute, war mal ganz ordentlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch, aber siehst auch, wie die Notwendigkeit da ist, wie das Bedürfnis da ist, auch schon in der Pre-Challenge, da kommen wir jetzt gleich nochmal, was da in der Interaktion war, was da auch einfach gezeigt wurde und so, und wo man sieht, okay, ja genau, das, wir haben ihn endlich gefunden, diesen Anfang von dem Seil, was wir gesucht haben, wo wir wirklich starten können, wo wir nicht zu hoch einsteigen, wo wir nicht zu komplex auch einsteigen, sondern es ist komplex genug, keine Sorge, also ich verabschiede uns nicht von der Komplexität, ist immer noch unser bester Freund, aber es ist sowas, wo du wirklich erstmal diesen einen Schritt vor dem Startpunkt nochmal machst, um dann nochmal ganz anders durchstarten zu können. Ja, und unsere Idee, was auch die Pre-Challenge-Teilnehmer dann ja schon bestätigt haben, die sind schon einmal durch, machen aber fast alle nochmal mit, einfach zu dieses Sehen, was uns auch beide ja irritiert hat in so einem 2020, dass trotz alledem, wir haben halt so eine sehr groß gespaltene Welt und man muss sich der Realität stellen, dass es mehr Unternehmen schlechter oder anspruchsvoller geht, als dass es mehr Unternehmen gut geht. Wir sind einfach in einer Welt, in der es gibt viele, die sind einfach so, denen geht's okay, das ist alles quasi die Welt normal. Dann gibt es die Ausreißer, zu denen sind wir ehrlich, wir irgendwo auch zählen, weil wir voll digital sind. Das heißt, da ist definitiv, und die anderen haben viel Arbeit und keine Kohle auf dem Konto. Ja, viel Arbeit auf dem Schreibtisch, keine Kohle auf dem Konto oder wirklich teilweise gar keine Arbeit mehr. Und diesen, da wie ich dann überhaupt back on track komme, wie ich mich dann eventuell motivieren kann, auch vielleicht Dinge wieder aufzunehmen, die länger routen oder weil eben vielleicht diesmal gar nicht der externe Corona-Faktor drin kommt, sondern aus anderen Gründen, ich nicht auf diesem Level bin, wo der Rest so gerne sich positioniert und zeigt, guck an, wie toll ich bin. Und wer vielleicht die Salespiration von gestern noch geguckt hat, da geht es ja um die Manipulation von Frauen insbesondere, weil sie nun mal die meisten Entscheidungen, Verkaufsentscheidungen treffen. Wie sehr das auch zwischenzeitlich gespielt wird, deswegen war unser bewusster Move auch wirklich zu sagen, okay, kommt ein bisschen näher nochmal ran. Wir wollen euch nochmal stärker an die Hand nehmen, viel, viel früher als das, was ihr eventuell in eurer Welt auch als Bild über uns zusammengebaut hat. Und das ist ja nun definitiv, so viel Spoiler-Alert können wir problemlos machen, in der Pre-Challenge voll aufgegangen. Absolut, absolut. Und es ist auch total berührend, wirklich, wenn wir auch in der Pre-Challenge, was wir für Geschichten
erzählt bekommen haben, was die Leute wirklich dann auch einfach mal rauslassen, was so wichtig ist, was so unglaublich wichtig ist, weil wir einfach wirklich in diesen Extremen gerade abhängen von den einen geht super geil, die anderen sagen, jede Krise ist eine Chance, mach was draus, der nächste macht X, der nächste macht Y, der andere kracht total weg. Ja? Und da sich zu bewegen, ist nicht unbedingt einfach. Und dieses Feedback, was wir bekommen haben, dieses, ey, ich bin so froh, dass ihr diese Challenge macht, weil ich jetzt merke, ich kann mit euch genau darüber auch reden und ihr findet das gar nicht scheiße. Nein, natürlich nicht. Ja? Und das ist einfach total schön, es ist auch total berührend und es ist auch so zu sehen, okay, das ist absolut der richtige Weg, das ist genau die richtige Entscheidung gewesen, das auch reinzugeben in unsere Community und zu gucken, okay, wie können wir hier nochmal abholen, wie können wir einfach nochmal einen Anschlusspunkt finden, um wieder wirklich zurückzukommen zu dem, was wirklich dein Geschäft ausmacht und was du eigentlich machen möchtest, was du mit deinem Geschäft machen möchtest und wie du das umsetzen kannst. Und das ist halt wirklich, ja, ist geil zu sehen einfach. Diese Nähe, die da aufgebaut wird und diese Ehrlichkeit, die da einfach gespielt wird, das ist sehr cool. Ja. Und auch das, und das war so dieses, weswegen wir auch, also warum haben wir eine Pre-Challenge gemacht? Wir wollten den Teil natürlich die Challenge als Probelauf, kommen unsere Texte an, kommen unsere Formulierungen an. Und ich habe heute auch schon von zwei, drei Personen, die ist mega geil geschrieben und sonst irgendwas. Ja, Teamwork, die Stile kamen alle zusammen und haben sich, glaube ich, ganz gut zusammengefunden. Und auch das ist natürlich, das war unser erster Move, so dieses Gucken, okay, wenn das natürlich durch so viele Hände durchgeht, kriegen wir einen Tonfall hin, kriegen wir einen Drift hin, kriegen wir auch, und das ist viel wichtiger, kriegen wir das Ergebnis hin. Und unsere Idee, die hinter Real Magic, Real Business Magic war, war immer neben der Magie auch immer ein Punkt. Back on track heißt, ich muss in ein anderes Energielevel wieder reinkommen. Ich muss dieses Gefühl dafür bekommen, ich bin vielleicht, wenn ihr mal selber selbst Check-in mit euch jetzt gerade macht an diesem Mittwochmorgen, wo bin ich zwischen 0 und 100? Bin ich auf 100? Bin ich auf 10? Bin ich auf 80? Wo bin ich? Aber wie ist mein Energielevel konstant eigentlich? Schwanke ich sehr oder sonst was? Ein Teil der Challenge war so ein ganz wichtiger Teil. Ich kann nur Business Magic veranstalten, wenn ich auf einem bestimmten Grundenergielevel bin. Und das war definitiv auch Fazit, so viel dürfen wir auch schon, auch für die aktuellen Challenge-Teilnehmer spoilern, dass wir eben das Feedback bekommen haben, hey, jetzt so am Ende der Woche, ich gehe nicht so K.O. raus. Ich gehe irgendwie motiviert raus, obwohl ich jetzt weiß, ich lasse es gut sein und gehe nach Hause und mache irgendwie den Schreibtisch zu, weil ich jetzt eine andere Qualität der Entscheidung treffen kann und ähnliches. Aber zu sehen, dass dieses Energielevel, dieses Selbstverständnis, das wieder zurückgekommen ist, warum man den ganzen Kladderadatsch eigentlich, warum man sich an den Schreibtisch setzt oder halt ins Kaffee oder was auch immer. Und das ist dieses Energielevel. Und das ist so dieses, wo man sagte, das ist so eine, und dafür war uns in erster Linie auch die Pre-Challenge wichtig, um zu gucken, ob das funktioniert. Weil das ist, bei aller Theorie, bei aller Konstruktion ist das etwas, was nur am lebenden Subjekt quasi getestet werden kann. Also unsere Doppelblindstudie, irgendwie so ähnlich, wo man einfach sieht, okay, das kommt so an, das ist der Effekt. Und alles andere ist Magic, Add-on, und die Ergebnisse, die da drin liegen, sind sicherlich noch sehr viel cooler, aber dafür muss hier Teil sein und dann unser Fazit auch in den Einhören, dann, das dann da irgendwann kommt, mit anhören, aber dass man da nochmal sieht, hey, mega cool, aber dieser Punkt, der so wichtig war, ansonsten können wir nicht über Back on Track reden, wir können nicht über 33 Tage Inspired Action reden, wenn es nur ein weiterer, völlig belastender Punkt auf der To-Do-Liste ist. Wenn unsere Challenge ein belastender Punkt auf der To-Do-Liste ist und nicht dieses emotional Herausfordernde, weil ja, wenn man manche Aufgabe, glaube ich, um 9 in seinem Postfach hat, darf man erstmal atmen nach dem Lesen. Und erstmal die Mail nochmal kurz zumachen, bevor man sich dann an sein Tagebuch setzt, weil sie schon auch einen emotionalen Prozess in Gang setzen. Aber kaum hat man es gemacht, wird diese Energie freigesetzt. Und das war, wozu wir die Pre-Challenge veranstaltet haben, um eben zu gucken, dass dieser Effekt sich über die Tage aufbaut und mehr Energie entsteht. Yes, weil mehr Energie ist das, was wir alle immer brauchen. Und worum sich auch wirklich jeder immer kümmern muss. Ja? Und das ist halt oft gar nicht so einfach, gerade wenn von außen Dinge einstürmen, mit denen du nicht gerechnet hast, etc. pp. Ihr kennt das alle. Genau, das ist so unser erstes Fazit zu unserer Challenge. Die läuft jetzt schon noch 4 plus einen Tag. Ja, wir haben einen Bonustag hinten dran gehängt.
Genau, wir haben noch einen Bonustag hinten dran gehängt, weil so geht das dann doch wieder nicht. Einfach nur 7 Tage, wir haben dann noch einen Bonustag hinten dran. Und danach können wir euch dann sagen, wie es insgesamt war. Aber jetzt ist schon mal echt klar, lässt sich gut an. Den Leuten macht Spaß, die sind dabei, die nehmen sich die Zeit. Es ist auch nicht zu viel Zeit. Auch da kann man sich variabel einteilen zwischen 15 Minuten oder 40 Minuten. Wer es tiefer mag, kann das gerne machen. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden. In dem Sinne, euch eine wunderbar erfolgreiche Woche und wir hören und sehen uns dann spätestens gemeinschaftlich wieder nächste Woche oder zu diversen Sayspirations. Yes, bis dann. Ciao.